Ein Zeckenbiss und eine Fehldiagnose fesseln René Rumberger seit 2017 an den Rollstuhl. Im Interview mit Focus Online erzählt er seinen Fall als Mahnung. Nach einem Zeckenbiss im Jahr 2014 ließ sich der 44-Jährige von seinem Hautarzt untersuchen. Dieser fand nichts. Als Rumberger grippeähnliche Symptome zeigte, ging er wieder hin. Dann begann seine Odyssee, welche mehrere Monate dauern sollte. Ein Chirurg verschrieb Rumberger die ersten Medikamente. Wenige Zeit später bekam er Probleme beim Treppensteigen. Nach 3 Jahren eines sich stetig verschlechternden Zustandes stellt ein Facharzt für Borreliose dann die sichere Diagnose. Inkompletter Querschnitt. Seit 2017 sitzt Rumberger im Rollstuhl. Heute will der 44-Jährige aufklären, nicht nur für Menschen, die nach einem Unfall im Rollstuhl landen, sondern auch, sich nach einem Zeckenbiss ordentlich durchchecken zu lassen und sich im Sommer nach einem Ausflug im Freien zu untersuchen. Das trockene Wetter sei wie ein Booster für Zecken. Rumbergers Appell: Hoffentlich nehmen die Leute das ernst.